Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Lone. Und ich habe so eine Idee, ob wir vielleicht mit dem... Zu Far heißt, das Spiel heißt Far. Wir mit dem Wasserschlauch hier. Hahaha. Und jetzt? Ja, coole Sache das. Okay. Da habe ich mir nämlich so gedacht, habe ich gedacht, Mensch, da tropft doch Wasser raus. Und jetzt kommt die Kiste da. Geht jetzt die Tür auf? Ja, danke schön. Okay. Sehr gut. Und dann Wasserschlauch hier auch noch benutzen. So, jetzt hängen wir das da rein. Und benutzen unsere Seilwinde, schätze ich mal. Ziehen uns daran. Jawohl, es geht wieder ein Stückchen weiter nach oben. Sind wir schon wieder ganz oben? Far Lone Sails heißt das Spiel, im Übrigen. Aber egal. Weißt du, was ich meine? Steht ja auch im Titel. Und auf dem Daumennagel von YouTube. Ich finde, das war jetzt mit dem Wasserschlauch, das war schon nicht schlecht. Also, da könnte man ruhig auch mal hier ein bisschen Musik spielen. Wow. Oh, schnell unterwegs gerade. Ach, weil natürlich auch Wind weht. Wir können ja mal hier hingehen. Um Sachen einzusammeln. Wenn hier welche liegen würden, dann würde ich das ja machen, aber... Leuchte ist da nichts. So, wir haben keine Kisten mehr, wir haben noch ein bisschen... Treibstoff am Start, ein paar Fässer. Aber so langsam. Noch nichts mehr rumliegen. Mal schon ein bisschen gucken. So, hier müssen wir wieder mit Schmackes gegen, glaube ich. Oder? Naja. Geht so. Irgendwas brutzelt hier. Sehr gut. So, dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Würde farblich auf jeden Fall zu unserem Schiff passen. Und da oben links sieht fast so aus, als wäre das ein Flugzeug. Na, ich weiß nicht. Ach, das ist so eine... Wie heißt denn das? Ach, Quacki. Quacki, ich weiß, was wir machen müssen. Oder? Macht Sinn zumindest, dass wir hier das Schiff nicht immer stückchenweise nachholen müssen. Da hängen wir es da einfach rein. Zieh! Zieh, mein Freund! Ach... Rote Stiefel, es ist doch eine Frau. Und grüne Haare, glaube ich, oder? Und? Ich weiß es nicht. So, jetzt hängen wir das hier nämlich rein. Passen wir auf. So, dann wird das da rangezogen. Und dann können wir das doch schön bedienen, dieses Schienenfahrzeug. Guck, wie schön das geht. Sieht ein bisschen albern aus. Finde ich. Oh, geht schon. Wahrscheinlich könnten wir zeitgleich auch B
bisschen Gas geben. Ups. Bin nicht sicher. So, hier wird jetzt gestoppt, glaube ich. Was sieht denn hier? Egal. Weiter geht's. Okay. Geht gar nichts. Oh. Alles klar. Wunderbar. Dankeschön. Liebes Vehikel. So, wir müssen ein bisschen Treibstoff hier wieder rein packen, dass wir den bereit haben. Da ist auch Treibstoff. Können wir nicht mal das Ding hier benutzen? Wie geil ist das denn, Freunde? Spitzenmäßig. Da ist auch noch Treibstoff. So, wird gleich eingesaugt. Pass mal auf. Ja, dann hat man zwar nicht so diese ganz gleichmäßige Fahrt, weil man so viele Sachen gleichzeitig machen muss. Aber man muss nicht ständig anhalten. Die Fahrt verlangsamt sich mal, weil man nicht gleich Treibstoff nachlegt, aber insgesamt tolle Sache mit dem Staubsauger, oder? So. Achso, wir könnten übrigens auch mal wieder hier unsere Segel setzen. Es sei denn, die knallen da gleich weg. Ja. Ja, ist gut. Hab schon verstanden, dass das vielleicht nicht so günstig war. Ja, kein Problem. So, langsam vorwärts fahren. Langsam, habe ich gesagt. Und dann mal das Knöpfchen drücken. Oh, prima. Super. Läuft, würde ich sagen. War noch fasziniert von dieser Zeichnung da vorne. Auf unserer Arche Noah. Okay. Schauen wir mal, wie wir hier weiter vorangehen. Ich würde erstmal sagen, wir holen uns mal das Fass. Und gucken dann, ob wir hier nicht hochkommen. Das würde ich nämlich fast behaupten wollen. So, das Fass kommt hier hin. Bandemusik, das finde ich gut. Wir sind hier in dem Bauch eines Schiffes, ne? So, jetzt ziehen wir hier mal ein bisschen zurück, dass wir da hochkommen. Irgendwie. So. So geht das schon. So, und jetzt gehen wir hier die Kajüten plündern. Oh. So, hier kommen wir hoch. Und drücken hier mal drauf. So. Kommen wir hier weiter. Und kommen wieder runter? Nein.
Das heißt, wir sind jetzt hier gefangen für immer und ewig. Doch nicht. Wenn es links nicht weitergeht, dann wohl rechts. Die Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ja, wir können sogar drehen. Schön. Oh, ist das Jan Henriksen? Ah, das ist JH, soll das sein. Oder? Ja. Jan Henriksen. Stimmt irgendwie so ein... Hier, guck mal, die Bilder. Oppie Du Motive Version 1. Ah, der hat irgendwelche Maschinen entwickelt. Was steht hier? Prototype. Version 2. Hier ist er mit irgendwem. Und nimm... Ja, dem Firmenemblem. Ja, wir sind im Haupt... Guck mal, diesmal können wir mal so ein Fass nutzen, um irgendwo rüber zu springen. Das gefällt mir gut. Okay. Okay, Okomotive. Ist das Ding doch, oder? Wow. Wow. Wahrscheinlich der größte Ozeanriese von allen setzt sich in Bewegung. Ja. Da ist Treibstoff. Wow. Okay. Das ist eine Nummer größer als unser normales Schiff. Holy moly. Okay, da sind Füße dran. Nice. Alter. Ja gut, man hat es auf den Bildern gesehen. Aber wenn man das jetzt nochmal so in... Irgendwas geht gerade kaputt vorne. Schade. Und es qualmt. Qualmt fürchterlich. Oh, irgendwas läuft hier aus. Es qualmt. Ich nehme Brennstoff mit, natürlich. Okay. Wir müssen löschen, Freunde. Wir müssen löschen. Frage ist, kommen wir da direkt hin oder muss ich noch ein bisschen ranziehen hier? Ziehen noch mal ein bisschen ran, Freunde. So, durchkommen wir hier nicht. Wir werden jetzt löschen. Ich hoffe, das funktioniert nochmal. Das sind Rauchschwaden, du. Mich durch, ich bin Feuerwehrmann. Ich hoffe, der Schlauch reicht. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nein. Schade. Reicht nicht. Vielleicht versuchen wir nochmal hier durchzufahren. Vielleicht geht das. Wir müssen unbedingt was tun. Kommen wir auch nicht voran, ne? Doch, komm mal. Ich hab gebremst. Ich hab gebremst. So. Jetzt haben wir hier in unserem Schiff erstmal Feuer. Aber ich glaube, das große Schiff hätte sogar Priorität, weil... Wenn das untergeht, gehen wir auch unter. So. Feuer gelöscht. Sehr gut. Nächste Feuer. Oder qualmt es noch irgendwo? So richtig fies. Nee. Gut aus. Fantastisch. So, wir legen hier bei uns nochmal ein bisschen... Brennstoff nach. Nämlich genau so. So.
das schon mal haben und drücken dann wieder die Knöpfchen hier von der Engine. Oh, ein Stuhl. Der hat es wieder hier nach oben. Nach oben verschlagen. Ist halt ein Schiff. Och, ich glaube, unsere Blümchen sind auch weg, ne? Wo fliegen die nur immer raus? Und warum? Weiß es nicht. Und das Radio? Oh. Okay, hier geht irgendwas mit einem Haken. So, das ist übrigens unsere Blume. Moment. Ach, wir kommen hier auch durch. Ah, okay, verstehe. So, Blume wieder am Start. Wir gucken mal, dass wir hier mit dem Ding irgendwie da dran machen. Und dann mal ein bisschen ziehen. So. Mal das Knöpfchen drücken. War nicht so gut, ne? Jo, gebe ich zu. Schlecht gesegelt einfach. Schlecht gesegelt. So. Da. Mal hier drunter und. Okay. Das ist schon mal gut. Komm, wir nehmen mal hier so ein Fass noch mit. Weiß, ob wir das nicht wieder brauchen gleich. Wenn wir hier durch die. Ich glaube, wir setzen uns wieder in Bewegung. Ja, sehr gut. Ach, das ist Treibstoff, den wir da. Verstehe ich. Wieder verbrennen. Energy, steht ja auch dran. Jetzt gleich wieder alle. Das wir holen nochmal die Kiste. Wir hauen das da auch nochmal rein. Verbraucht natürlich, ist sehr energiehungrig, das Gefährt. Und es ist ja mehr Maschine als Kombüsen da oben. Also hier als Portmans. Ja, ist schon, wie ich das meine. So. Oder ziehen wir es drin und gucken mal. Das reicht zum Verbrennen. Nee. Ist als Brennstoff nicht genehm. Dann nehmen wir es eben mit. Gar kein Problem. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vorankommen. Vielleicht jetzt. Nee, nicht so wirklich. Warum nicht? Brennstoff. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Das ist doch mal eine gute Frage. Ah, das ist hier. Wie hieß denn das? Da gab es auch so ein Spiel früher, wo man so Kisten schieben musste. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das gab es schon auf dem 286. So. Jetzt
Tee. Sehr gut, da kommt der Brennstoff. So. Okay. Und dann machen wir nochmal hier das Ganze reindrücken in die Brennstoffkammer. So. Wunderbar. Warum geht hier nichts vorwärts? Was ist da los? Ach, müssen wir wieder Knöpfchen drücken. Natürlich. So, jetzt geht's weiter. Oh. Da bewegt sich wieder. Ich glaube, wir können mit unserem Schiff noch ein Stückchen weiter, oder? Sollen wir es wagen? Wollen wir mal ein bisschen ziehen? Achso, die Leine ist so lang geworden, ne? Genau, wieder Wasserschlauch. Aber wir können ja vorsichtig. Vorsichtig, sagt der Lumi, und dann da, zack, volle Pulle. Die Klappe wird hier demnächst aufgehen. Deswegen. Ich will eigentlich mehr so mit Gefühl das versuchen. Oh. Ja, dass wir schon mal ein bisschen rankommen hier. Oh, das wird ganz gut. Ich doch. So. Hier ein Stückchen weiter. Treibstoff? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein, das ist kein Treibstoff. Oh. Oh, shit. Okay. Werden wir hier wieder schwimmen müssen? Übers Eis? Oder Staubsauger? Staubsauger! 3, 2, 1, jetzt! Sehr gut. Gleich verarbeitet. So. Kommen wir weiter, ne? Ich denke schon. Durch die Eiswüste. Oh oh, ist ganz schön schnell gerade. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten hier auch schnell weg. Oh, da explodiert was im Hintergrund. Wow. Ach du Kacke. Vulkan oder sowas. Eine Wahnsinnseruption. Wir haben natürlich unsere Engine jetzt völlig überlastet. Aber nur, weil ich hier schnell weg wollte. Schnell reparieren. Reparieren. Ich sehe nichts mehr. Oh, unsere Segel sind auch völlig im Eimer. Oh. Fuck.
Eurio, ich brenne lichterloh. Ups. Das wollte ich nicht. Aber so viel zum Thema, man kann nicht sterben. Zumindest das Schiff. Das Schiff kann sterben. Deswegen haben wir wieder was dazugelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann wird das Ganze auch mal ein bisschen besser gemacht, ne? Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi. Also sind wir hier sogar im Bett aufgewacht. Und die Glocke ist da. Sehr gut. Bis dann. Ciao.